Anzeige: Das Mainzer Unternehmen BioNTech hat in seinem neuen Werk im hessischen Marburg mit der Produktion seines Corona-Impfstoffs als erster Schritt werde das Botenmolekül mRNA hergestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. BioNTech hatte vor wenigen Tagen die arzneimittelrechtliche Erlaubnis dafür. Im ersten Halbjahr 2021 sollen in Marburg 250 Millionen Dosen des Impfstoffes von BioNTech und seines US-Partners Pfizer hergestellt werden. Die ersten am Standort Marburg hergestellten Impfstoffe werden nach Unternehmensangaben voraussichtlich Anfang April ausgeliefert. In Nordrhein-Westfalen dürfen laut einem Medienbericht ab sofort 7 statt 6 Impfdosen aus einer Ampulle der Hersteller BioNTech und Pfizer gezogen. Die Anpassung gelte allerdings unter Einschränkungen, berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Mittwochsausgabe. Unter Berufung auf das nordrhein-westfälische Gesundheitsminister. Demnach darf der Impfstoff aus verschiedenen Ampullen nicht vermischt werden. Anzeige: Zudem sei die 7. Dosis nur einzusetzen, sofern noch mindestens 0,3 Milliliter des Vakzins in der jeweiligen Ampulle übrig sind, heißt es in dem Bericht. Das Gesundheitsministerium begründete den Schritt damit, dass die Ampullen aus technischen Gründen regelhaft über. Dadurch sei es bei einem sorgfältigen Umgang möglich. Eine 7. Dosis AstraZeneca will in Dessau investieren und noch etwas tut sich auf dem Impf. AstraZeneca will die Herstellung von Corona-Impfstoff beschleunigen und dabei eng mit der Firma Biologica in Dessau zusammen. Beide Unternehmen hätten eine Absichtserklärung unterzeichnet, teilte AstraZeneca in Dessau. In Sachsen-Anhalt sollen zusätzliche Produktionsanlagen entstehen. Man prüfe Möglichkeiten, im zweiten Quartal die Auslieferung des Covid-19-Impfstoffs von AstraZeneca zu erhöhen, um den Bedarf in Europa decken zu helfen, erklärte der britisch-schwedische. Zudem wollten beide Firmen große zusätzliche Wirkstoffkapazitäten für die Zukunft. Auch dazu wollten beide Unternehmen in den Biologica-Standort in Dessau investieren. Dort sollten bis zu 5.000 Liter Bioreaktoren entstehen, in denen eine zweistellige Millionenzahl von Impfdosen pro Monat produziert werden können. Die neuen Anlagen sollen jedoch erst Ende 2022 betriebsbereit sein. Sie könnten auch von anderen Firmen mit ähnlicher Impfstofftechnologie genutzt werden, erklärte AstraZeneca weit. Damit entstünde bei Biologica eine der größten Impfstoffanlagen dieser Art in Europa.